Our goal of X is to be the best source of truth on the internet. And I think we're making a good, good progress there. This is Michael Schellenberger reporting from Sao Paulo, Brazil. Last night, around 8 p.m. local time, federal Supreme Court Justice Alexandre de Moraes announced a criminal investigation into Elon Musk. But go yourself. Is that clear? Brasilien tobt. Wie wahrscheinlich einige von euch schon mitbekommen haben, ist gerade vieles los in Brasilien und zwar besonders im Zusammenhang mit Twitter bzw. jetzt X unter Elon Musk. Und vielleicht wisst ihr auch bereits schon, dass der Richter aus Brasilien aussieht wie Voldemort. Aber das sind eben mehr so die Schlagzeileninformationen, die man mal eben so am Rande vielleicht wahrnimmt. Und irgendwas mit Zensur hat das Ganze auch noch zu tun. Aber was ist wirklich los? Mir liegt es sehr am Herzen, dass ich intensive Recherche zu diesem Thema betreibe. Besonders, da ich selber eine große Community in Brasilien habe tatsächlich. Ich habe diesen Kanal ja schon seit vielen Jahren und vor 3 Jahren habe ich häufiger Livestreams gemacht. Und ganz viele Menschen aus Brasilien sind immer wieder in diese Livestreams gekommen und auch auf Twitter habe ich einige Follower aus Brasilien und bin häufig mit ihnen in Kontakt und kommuniziere mit einigen der größten Influencer und politischen Aktivisten aus Brasilien. Deswegen habe ich mich direkt mit ihnen in Kontakt gesetzt und sie zu der Situation befragt. Vor einigen Jahren noch war Jair Bolsonaro, der brasilianische Präsident, dieser gilt als sehr rechts und wird von einigen eher linken Medien und Mainstream-Medien auch absolut diffamiert als rechtsextrem. Ich weiß aber aus persönlicher Quelle, dass die brasilianische Bevölkerung ihn stark unterstützte. Damals war ich eng befreundet mit einigen Brasilianern, die in Münster studierten, in meiner Heimatstadt. Das hat auch absolut nichts damit zu tun, in welchen politischen Kreisen ich mich persönlich aufhalte, denn ich habe Freunde auf dem gesamten politischen Spektrum und diese brasilianischen Freunde, die ich damals sogar in meiner Heimatstadt kennengelernt hatte, das war eine reine Zufallsbekanntschaft. Deren eigene Freunde waren eher linkspolitisch ausgerichtet. Aber das, was Jair Bolsonaro dem Land schenkte, war eine gewisse Meinungsfreiheit, die die Brasilianer sich lange Zeit gewünscht haben. Und diese steht jetzt mehr denn je auf dem Spiel. Denn 2022 fanden dann wieder Wahlen statt und diesmal gewann der Gegner Präsident Lula. Es handelte sich um eine Stichwahl. Er gewann nur sehr, sehr knapp. Und Tucker Carlson beispielsweise sagte neulich noch, dass es sehr offensichtlich von außen gewesen sei, dass die Wahl gestohlen worden sei. Can I just say, it's pretty clear that your election was stolen by the Lula government. I think that's fair to say. From the outside, it looked stolen. Yes. I have my opinion. This is a very sensitive issue. No, I know it is. Tucker Carlson geht so weit, dass er sagt, die CIA habe sich involviert und dafür gesorgt, dass Lula der Präsident wird. Even though we know for a fact the CIA was tampering in the democratic process in Brazil, was playing a role in the election. Yes. In einem Interview mit dem Sohn Bolsonaros sagte dieser jedoch, dass das ein extrem unkluger Schachzug Amerikas war. Denn Brasilien hat wahnsinnig viele Ressourcen, und zwar beispielsweise Öl, Eisen für Kriegsmunition und auch Lebensmittel. Und sollte es zu einem Krieg kommen, so sagte er, würde sich Brasilien selbst unter der nun deutlich linkspolitischeren Herrschaft definitiv mit China an einer Seite gegen Amerika verbünden. Darüber hinaus ist Brasilien gerade dabei, in eine Art neues Venezuela gestoßen zu werden. Und sollte es zum Extremfall kommen, dann wird es auch gleichzeitig zu einer Massenmigration kommen von vielen womöglich gewalttätigen, terroristischen Kriminellen, die die Grenze überqueren wollen und nach Amerika kommen und auch Drogen schmuggeln. In a war, what would you like to have? Energy, oil, iron to the war machines, food, yes, to feed your soldiers, and everything. Now, if you start a war now, I will tell you, the Brazil administration would be together with China against the United States. Yes. So this, I think it was a wrong policy, or at least you didn't, as administration, you didn't pay attention about Brazil.
maybe you are going to have more and more problems, more and more people going to the U.S. borders. If you look to Venezuela, about 10 million people from Venezuela running away from the country. Some of them, they come from Mexico trying to come here by your borders. Brazil is like 8 times more bigger than Venezuela. I'm telling you that if Brazil turns itself a Venezuela, you will surf a way more problems here in the United States. And for sure, not only in the borders, drug dealers, supporting terrorism, it will be a risk for you. In dem Interview mit dem Sohn Bolsonaros ist es klar ersichtlich, wie sehr er davor zurückscheut, ein schlechtes Wort über die aktuelle Regierung unter Lula zu verlieren. Denn er weiß, welche Gefahren ihm dann drohen könnten. I have to take care about my words, but what I can tell you is... Why would you have to take care of your words? You have a congressman that is in jail now because he made a video, Tucker. He made a video talking bad words for the Supreme Court. This man, a congressman, is in jail for 9 years. His name is Daniel Silveira. Tucker Carlson weist ihn immer wieder darauf hin, dass was du sagst fällt unter die Meinungsfreiheit. Well, you're allowed to talk shit to people in power in a free country, aren't you? Yes, yes. Where you have the First Amendment respected, yes. We have freedom of speech in Brazil, at least in the Constitution. And the congressman is one step ahead because we cannot receive punishment about our words, votes, or whatever we say. But as this congressman is in jail now, and the things are getting worse. Aber nun kommen wir zu der Lula-Regierung. Präsident Lula hat dafür gesorgt, dass zahlreiche, Dutzende Journalisten teilweise im Gefängnis landen oder fliehen mussten nach Nordamerika und ins Exil ohne Passport. Einen davon hat Tucker Carlson beispielsweise interviewt. So how, but now you're living in exile in the United States without a Brazilian passport. What is that? Well, I didn't even know that was possible because until, I believe, 2020, the only people the Brazilian government seized the passport was an international drug dealer. I received a call from someone that worked on a big social media company saying, well, we received a court order from the Superior Court, Superior Federal Court, the Supreme Court of Brazil, saying that we have 2 hours to take down your social media platform. There's nothing anywhere that I committed any crime or that I'm being accused or charged of anything. The things that are happening in Brazil only happen in dictatorship countries. Lula sperrt auch die Bankkonten seiner Dissidenten und entfernt jegliche Social Media Accounts, die womöglich etwas Negatives über die Regierung zu sagen haben. Einige der größten Podcaster und YouTube-Kanäle wurden komplett entfernt und verboten in Brasilien. Dass Journalisten sogar im Gefängnis landen, mag uns vielleicht jetzt noch absolut totalitär und irrsinnig vorkommen. Aber wir nähern uns genau diesen Prinzipien auch schon in unseren westlichen Ländern. Let me put it bluntly. The United States is co-responsible to what's happening in Brazil right now. It's such a shocking story. It is, and it's not covered by the mainstream media in the United States at all because they're accomplices of what's happening. Und wenn man sich dazu noch ansieht, wie die westlichen, und damit meine ich nordamerikanischen und europäischen Medien, positiv teilweise über Präsident Lula sprechen, beziehungsweise seine Handlungen rechtfertigen, dann sollte man sich langsam Sorgen machen, wie es bei uns weitergeht. Wir erinnern uns alle an den 6. Januar, der jetzt das schwarze Datum der Trump-Anhänger in den Vereinigten Staaten ist. Eine ähnliche Situation gab es auch in Brasilien, nachdem der Präsident Lula gewählt worden war. Denn am 8. Januar, nachdem die Wahl geschehen war, gingen die Menschen auf die Straße. Es gab Revolte, es gab Demonstrationen und es wurde angeblich sogar ein Coup versucht. You had your own January 6th. Yes. This is that excuse that they use to go after every conservative. You had a supposed attempted coup on the democratically elected government of Brazil, the Lula government, and conveniently, a bunch of Lula's political opponents wound up in jail. The funny thing, Tucker, is that they say that it was an attempt of a coup, but in January, in a Sunday, no weapons were arrested. There was no support from police or armed forces. So, in fact, it was a protest that went far away.
Augenblicklich gerieten zahlreiche konservative Medienoutlets und Vereinigungen, Organisationen in Panik, mussten teilweise ihre Journalisten und Mitarbeiter entlassen, ihre eigenen Existenzen damit wirtschaftlich auslöschen. Denn ihnen war bewusst, wenn sie auch nur ansatzweise in Verbindung gebracht werden würden mit diesen Events, dann würde die Regierung unter Lula ihnen die Hölle heiß machen. Damit kommen wir zu der jetzigen Situation, die aktuell viral geht in den Medien. Plötzlich kündigte X Corporate, der Hauptaccount von X, also Twitter, an, dass ein brasilianisches Gericht verordnet hatte, dass zahlreiche sehr populäre Accounts blockiert werden müssten. Nur eine Stunde später meldete sich Elon Musk zu Wort und sagte: "Nein, ich widersetze mich diesem Gerichtsurteil." Indem er sich dagegen stellte, diese populären Accounts zu blockieren, sagte er, würde er wahrscheinlich seine gesamten Einnahmen aus Brasilien verlieren und die Büros in Brasilien sperren. Prinzipien stehen über Profit, sagte Elon Musk. Jederzeit wäre es möglich, dass Brasilien den gesamten Zugang zu X, Twitter für alle Brasilianer sperrt. Verantwortlich für das Ganze ist der Richter Alexandre de Moraes. Und dieser kollaboriert gewissermaßen natürlich mit Präsident Lula. Lula hat sich dafür eingesetzt, dass zahlreiche Mainstream-Medien, die sich für die Zensur einsetzen, massive Geldzuströme erhalten. Damit verletzen Alexandre de Moraes und Lula nicht nur die brasilianische Verfassung, sondern auch die United Nations Declaration of Human Rights. Aber was ist mit den ganzen anderen Social-Media-Plattformen? Google, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, sogar Uber. Alle von ihnen sind Verräter. Denn nicht nur unterwerfen sie sich diesem Gerichtsurteil, sondern es wurde auch enthüllt von Michael Schellenberger, einem renommierten amerikanischen Journalist, dass sie persönliche Informationen herausgaben an das brasilianische Gericht, um damit Menschen zu doxen, also ihre Privatinformationen zu leaken. The Twitter files revealed also that Google, Facebook, Uber, WhatsApp and Instagram betrayed the people of Brazil. They provided the Brazilian government with personal registration data and telephone numbers without a court order. Therefore, they violated the Brazilian laws. Dasselbe forderte de Moraes auch von Twitter. Interne Daten und persönliche Informationen. Jedoch stellt sich Twitter in diesem Falle dagegen. Inzwischen ist das Ganze so brisant und gefährlich, dass sich eine Diktatur in Brasilien aufbaut. Es ist kein Rechts-Links-Problem. Es geht um die Meinungsfreiheit. Viele linkspolitische, moderate, zentrale Brasilianer sind ebenfalls schockiert davon, welche Maßnahmen ergriffen werden. Und zwar gegen jeden, der sich als Dissident outet. Der Einzige, der sich jetzt noch gegen diese Informationsgewaltherrschaft stellt, ist Elon Musk. Und dann veranlasste Alexandre de Moraes eine strafrechtliche Verfolgung von Elon Musk. Und zwar für das Verbreiten von Desinformationen und sein Widerstand gegen das Gerichtsurteil. Das absolut Abstruse dabei ist, dass sogar einige deutsche Mainstream-Medien d'accord mit diesem Urteil gehen, da sie der Meinung sind, Musk habe sich nicht einzumischen und verbreite Falschinformationen. De Moraes kündigte an, dass Elon Musk pro Tag $20,000 pro Person zahlen müsse, der er das Recht gebe, gegen das Gerichtsurteil auf Twitter eine Plattform zu haben und zu reden. Alexandre de Moraes, this justice, he cannot even let this person has a Twitter or Facebook account in Brazil. If you are in Brazil and you want to see what they are posting, you need to turn on your VPN or be outside of Brazil. Wait, this is not a democracy anymore. I cannot say that, unfortunately. Ich habe Kontakt geknüpft zu einigen brasilianischen politischen Persönlichkeiten und Aktivisten, beispielsweise Nicolas Ferreira, der schon jung eine politische Karriere angestrebt hat. Er ist jetzt 27 und der Youth Leader. Er hat ein sehr, sehr großes Following in Brasilien und international und klärt darüber auf, wie der moralische Verfall vonstatten gegangen ist unter der Lula-Präsidentschaft. First, they destroyed the sense of reality. There is no wrong, there is no longer right and wrong, good or bad, everything is relative. Then they move on stage number two, the destruction of identity. If you are nothing, then everything can be everything.
Therefore, they will destroy your identity as a person. Young people no longer know what or who they are. They are carried away by any wind of doctrine and cling to what is fashionable. Auch einige brasilianische Journalisten habe ich dazu konsultiert, um möglichst eine persönliche Quelle zu haben. Und das, was ich mit euch geteilt habe, wurde von ihnen verifiziert. Gleichzeitig habe ich auch noch einige Interviewfragen gestellt und diese werde ich im nächsten Video enthüllen. Jetzt erst recht müssen wir uns mit dieser Situation befassen. Denn wie ich bereits sagte, steht uns genau dasselbe Schicksal bevor. Und dann gibt es keinen westlichen freien Meinungsfreiheitsstaat mehr, in den wir fliehen können. Was macht ihr, sobald ihr hinter Gitter landet? Noch mag das vielleicht nicht der Fall sein, aber die Mainstream-Medien sind schon lange dabei, falsche Geschichten über Influencer, Journalisten, Aktivisten der rechten Seite zu fabrizieren und sie mit Gerichtsurteilen in die Enge zu drängen. Denken wir nur einmal an Martin Sellner. Wir können vielleicht sagen, aber er scheint ja sehr mutig und immer guter Dinge zu sein. Aber ihr wisst nicht, was hinter den Kulissen vorgeht, wie er selbst teilweise um sein Leben, seine Existenz, seine Familie bangt. Und was noch viel wichtiger ist, er ist ein Paradebeispiel höchsten Mutes. Aber wenn er nicht immer wieder dagegen sich gestellt hätte, gegen die ganzen Repressalien, wenn er nicht immer wieder seinen Mut unter Beweis gestellt hätte, dann hätten sie ihn längst dran gekriegt. Und zwar nach brasilianischem Prinzip. Darum ist das Ganze kein brasilianisches Problem, sondern eine internationale Katastrophe, in die wir uns involvieren müssen. Denn gerade wenn ich sehe, wie zahlreiche Mainstream-Medien aus dem westlichen, nordamerikanischen und europäischen Raum diese Situation verherrlichen und schon wieder nur negative Worte über Elon Musk zu verlieren haben, dann wird mir schlecht. Ich bin wahnsinnig dankbar für die Plattform, die ich hier habe und auch ich habe jeden Tag Angst davor, dass ich sie wieder verlieren könnte. Deswegen bin ich umso dankbarer für eure Unterstützung bei dem Ganzen, dass ich mir hier eine Community geschaffen habe, die intelligent selbst sich auf Recherche begibt und die meine Worte nicht nur einfach gut heißt, sondern mich auch immer wieder kritisch hinterfragt. Und in diesem Falle, ich bitte euch einfach, setzt euch für die Brasilianer ein und lasst uns nicht vergessen, dass uns dieses Thema alle betrifft. Teilt diese Informationen, teilt, wenn ihr mögt, dieses Video. Und vielen Dank, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert. Wie gesagt, ich werde dazu auch noch einige Interviewmaterialien herausgeben. Damit verabschiede ich mich in diesem Video. Wie immer, wenn ihr mich unterstützen mögt, sind alle Links dafür in der Videobeschreibung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das meine ich wirklich so, denn diese journalistische Arbeit lebt einfach nur von eurem Zusammenkommen hier. Dass die meisten Videos hier demonetarisiert werden, das ist sowieso der Fall. Manchmal kann man Widerspruch einlegen. Dieser gilt dann aber erst nach vielleicht 2 Tagen. Und das heißt, ab dann ist es im Grunde sowieso wertlos. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe mich unabhängig davon gemacht. Habe ich von Anfang an. Teilweise habe ich meine Videos selbst demonetarisiert. Einfach damit das Ganze hier auf der freiwilligen Zuwendung von euch basiert. Vergesst nicht, jedes eurer Worte zählt, selbst im privaten Raum, wenn ihr euch mit Nachbarn oder Freunden oder Familie austauscht. Immer wenn ihr etwas zu sagen habt, dann tut es bitte. Und das muss nicht in Konflikt eskalieren, sondern es können kleine Samen gesät werden und diese können das Erblühen der Meinungsfreiheit mit inspirieren. Damit bis zum nächsten Mal.